2018 war es soweit. Die App TikTok, die gerade mit Musical.ly fusioniert war, geht an den Start. Mithilfe einer Milliarde Dollar und einem revolutionären Algorithmus gelingt es der App innerhalb von wenigen Monaten über eine Milliarde, mittlerweile über 2 Milliarden User zu sammeln. Während die App für immer größere Reichweite der Kreativität der User und der globalen Vernetzung gefeiert wird, gehen Regierungen gegen sie vor, sehen in ihr eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Wir schauen auf TikTok, wir könnten vielleicht TikTok bannen, wir könnten vielleicht andere Dinge machen, es gibt ein paar Optionen. Tödliche Challenges, sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen, live gestreamte Selbstmorde, millionenfacher Drogenmissbrauch, Spionage. Die Liste der Vorwürfe ist lang. Heute geht es um eine App, die wie keine zuvor unsere Bioprogrammierung ausnutzt und die Psyche seiner Benutzer manipuliert und die nebenbei mutmaßlich die ganze Welt für die chinesische Regierung ausspioniert. Man kann es wirklich so sagen, TikTok verändert gerade die Social-Media-Welt. Aus Angst vor der scheinbar übermächtigen chinesischen Plattform hat YouTube gerade YouTube Shorts eingeführt und Instagrams CEO hat erklärt, die Plattform würde nun aufhören, eine Plattform für Bilder zu sein und eine Plattform für Videocontent werden. Ich hasse das! Ich hasse Reels, ich hasse diesen Trash-Content, der uns seit TikTok überall überflutet, auf jeder Plattform. Es ist immer TikTok und als Influencer ist man natürlich immer gut beraten, auf den nächsten Hype-Train aufzuspringen. Aber irgendwie hatte ich bei TikTok immer schon irgendwie so ein schlechtes, ein seltsames Gefühl. Also habe ich mich mal genauer mit der App auseinandergesetzt, um für mich zu klären, ist TikTok wirklich gefährlich? Die Hot Water Challenge, bei der man einfach kochendes Wasser über andere schüttet? Die Salt Challenge, bei der man einfach ganz viel Salz in den Mund schüttet? Moment, es geht noch dümmer. Die Fire Challenge, wo man sich mit einem entflammbaren Stoff übergießt und anzündet. Und ich fürchte, ich hatte recht. Auf mehreren Ebenen. Ein bisschen mag ich dieses Gefühl. Aber was soll ich sagen, meine lieben Freunde? Die Zeiten sind vorbei, in denen ich mich einfach nur über irgendwas aufgeregt habe und ein Ich-hasse-Video rausgebracht habe. Nein, ich habe ein paar Dutzend Artikel und Papers für euch gelesen. Und das ist das Ergebnis. Buhu, neue Technologie ist böse. Lasst uns sie verbieten, um unsere Kinder zu schützen. Nein, so ein Video wird es hier nicht. Keine Sorge, ich weiß, was ihr denkt. Wir haben das ja mit Facebook und Co. durch. Ich möchte nur über die Dinge im Hintergrund aufklären, damit wir nicht wieder blauäugig in die nächste Abhängigkeit rennen und vielleicht mal kurz innehalten, bevor wir uns dem Hype hingeben. An dieser Stelle, falls ihr meine letzten beiden sehr ausführlichen Reportagen noch nicht gesehen haben solltet, in der ersten ging es um die Abgründe der K-Pop-Industrie und in dem zweiten um die ganze Wahrheit hinter diesem Britney Spears Fall. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr noch ein bisschen Zeit haben solltet. Und vergesst bitte nicht, meinen Channel zu abonnieren und die Benachrichtigungen anzustellen, wenn ihr das alles mitbekommen wollt, was hier passiert. Links zu meinen Quellen findet ihr auch generell dort unten in der Beschreibung. Und jetzt noch was in eigener Sache. Mein Buch ist ab heute auf Spotify als Hörbuch anhörbar. Den Link findet ihr auch dort unten. So ein bisschen damit verbunden, aber eigentlich schon wieder was ganz Eigenständiges. Ich bin nächstes Jahr mit meinem Late-Night-Show-Programm auf Tour. Wenn ihr gerne lacht, ist das vermutlich nichts für euch. In der Beschreibung findet ihr auch einen Link zu den Tickets und den Terminen. So viel erstmal in eigener Sache. So, fangen wir jetzt mit dem langweiligen Stuff an, wie Weltpolitik und Menschenrechte und kommen dann zu dem sexy Zeug und Todesfällen. Okay, machen wir so. Was will eine Social-Media-Plattform eigentlich erreichen? Das müssen wir zuallererst mal klären. Kurz gesagt, eure Lebenszeit. So viel wie möglich davon und währenddessen alle Daten, die sie von euch bekommen kann, um sie für verschiedene Dinge einzusetzen. Lebenszeit kann man auf verschiedenen Wegen verlieren auf Social Media. Ja? Entweder über lange Einzelbeiträge wie bei Twitch oder auf YouTube hier. Ne? Deswegen mache ich ja so lange Beiträge in letzter Zeit. Ha! Wieder reingefallen. Oder durch viele kleine Beiträge, bei denen Zuschauer von einem hoch zum nächsten springen müssen. Ne? Dass sie andauernd sozusagen eine Kurzweiligkeit erleben. Wie bei Instagram oder noch viel stärker bei TikTok. Ich empfehle euch nebenbei mal das Social Dilemma anzusehen. Ja, sehr interessante Reportage. Ich glaube auf Netflix war die. Das, worauf sozusagen die Macht der Systeme, der Plattform beruht, das sind die Algorithmen. Der Algorithmus von TikTok, der mittlerweile von anderen Firmen auch gekauft werden kann, ist dabei etwas ganz Besonderes. Ihm liegt eben dieser besondere Erfolg von TikTok zugrunde, denn auf der automatisch durchlaufenden For You-Page, die sozusagen die Startseite ist, zeigt er Inhalte an, die dich in der App behalten können. Und zwar langfristig. Und wie perfide dieser Algorithmus unsere eigene Programmierung ausnutzt, wie sehr wir selbst durch ihn umprogrammiert werden können und wie man sich
davor vielleicht auch schützen kann, dazu kommen wir später. Aber zuerst vielleicht, was finde ich denn gut an TikTok? Es soll in diesem Video ja nicht darum gehen, Menschen zu shamen, die große TikTok-Fans sind. Es geht auch nicht darum, zu negieren, dass TikTok gute Features und Ideen hat, sonst müsste ich ja dieses Video nicht machen, weil es basically ja keinen interessieren würde, wenn es nicht gut wäre und dann würde auch niemand das Video gucken. Also versteht ihr? Die App schafft es noch mehr als YouTube oder Twitch, die maximale Kreativität aus den Usern herauszuholen. Ist ein bisschen wie bei Twitter, man muss sich auf das Minimalste beschränken, ne? Das minimalste Zeitkontingent. Und ganz ehrlich, ich kann das überhaupt nicht. Und darüber hinaus müssen sie einen viralen Aspekt haben, diese Videos. Also quasi instantan entertaining sein und vor allen Dingen sofort verstanden werden können. Das ist basically das komplette Gegenteil von meinen Inhalten. Tja. Pech gehabt, Alex. TikTok ist auch relevant zur Identitätsbildung junger Menschen und das Einholen von Feedback zu sich selbst als Peer-Group-Ersatz, vor allen Dingen jetzt während Corona. TikTok ist ziemlich vielseitig, es gibt dort viel mehr als Tanzvideos und Lippensynchronisation, beispielsweise mit 30er, die Witze erzählen, für die sich Fips Asmussen geschämt hätte. Schönen Tag, hatte sie eine Haut wie ein 18-jähriger Pfirsich, also Freunde, was die sich, du. Kinder, was die sich ins Gesicht gespachtelt hatte. Dafür würde ein Gebrauchtwagenhändler 5 Jahre ins Zuchthaus kommen, also ehrlich. Ja. Gott hab ihn selig. Toll sind beispielsweise kurze und schnelle Tutorial-Inhalte, ja? Und für die Musikindustrie ist TikTok pures Gold, weil sich durch Challenges massive Hype-Songs und Hype-Künstler aufbauen lassen, möchte ich sagen. Jedes Video auf dieser Plattform kann theoretisch von jedem jederzeit gesehen werden, wenn es gut läuft. Deswegen kann jeder TikToker auch ein Star werden. Vom TikToker zum Millionär. Das ist das neue Märchen sozusagen. So, jetzt wird's mal ernst. Ne? Wie viel China steckt in TikTok? Vielen ist TikTok in den Nachrichten bestimmt aufgefallen, weil Trump versucht hat, die App in den USA zu verbieten. Weil es ein Spionageprogramm Chinas sei. Aber Trump ist doch völlig fehlgeleitet. Am I right? Am I? Naja, lasst uns mal nach China schauen. Im September 2016 veröffentlichte das in Peking ansässige und 2012 gegründete Unternehmen ByteDance sein eigenes soziales Netzwerk zum Teilen von Videos, ne? Das heißt Douyin. Das ist nur in China verfügbar und stark durch strenge Zensurgesetze des Landes reguliert. Das ist die Blaupause für TikTok. 100 Millionen User in einem Jahr. Na, mittlerweile sind es 500 Millionen User in China und ihr müsst euch vorstellen, das Internet in China ist ein bisschen anders als im Westen. Es gibt einfach keine Konkurrenz von westlichen Plattformen, weil die da schlicht und ergreifend verboten sind. Und ohne Kooperation mit dem Staat kannst du in China eben auch nicht weit kommen. Natürlich weiß niemand irgendwas Genaues und wer was weiß und darüber spricht, der verschwindet gerne mal. Ja, können wir mal Jack Ma fragen. Also der hatte zumindest das Glück, dass er nach ein paar Monaten wieder auftauchen durfte. Ich habe übrigens nicht vor, überraschend für ein paar Monate den Urlaub zu fahren oder so, ne? Just saying, ja, wo war ich? Im September 2017 ging TikTok als internationale Version online. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an Vine, das war vermutlich einfach zu früh oder nicht perfekt umgesetzt, das war sozusagen Konkurrent damals. Und das Shanghaier Startup Musical.ly gewann dann den Run um die erfolgreichste Plattform für kurze Videosequenzen Anfang 2017. Und bereits im November kaufte ByteDance seinen größten Konkurrenten dann für fast 1 Milliarde US-Dollar auf. TikTok ist jetzt in 150 Märkten und in 75 Sprachen verfügbar und wurde wie gesagt über 2 Milliarden Mal runtergeladen. Die Firma dahinter ist mittlerweile 180 Milliarden Dollar wert und damit das wertvollste Startup der Welt. Und Legenden zufolge hat sich das mit TikTok alles so zugetragen. Do you want to develop an app? Kommen wir mal zu der politischen Dimension. Vielleicht ist TikTok die digitale Version des Hafens von Hambantota. Hello and welcome to the Hambantota International Port, or HIP as referred to it. Auf Sri Lanka. Das ist ein chinesischer Stützpunkt auf fremdem Territorium, den keiner wollte, aber der plötzlich da war. In Sri Lanka, weil man sich nämlich blauäugig in eine Schuldenfalle begab, weil man nur die Vorteile sah und dachte, ach wie toll, China hilft uns einen Hafen zu bauen und Arbeitsplätze zu schaffen. Ja, und am Ende haben sie jetzt weder das eine noch das andere, aber naja, über die anderen neokolonialen Bestrebungen im Rest der Welt wollen wir jetzt gar nicht reden. Beispielsweise den Hafen von Piräus in Griechenland. Hey Alex, Fakten auf den Tisch! Es gibt Beweise dafür, dass Chinas Einfluss auf die Plattform sehr groß ist. ByteDance sitzt ja in Peking und fällt damit den strengen Zensurgesetzen des Landes zum Opfer, die sich auf alle Firmen beziehen, die Server in China stehen haben. Nach einem harten Vorgehen gegen Douyin durch die Medienwächter, aber auch die Löschung ihrer Nachrichtenaggregatoren-App Doutiao, die die erste App dieser Firma war, glaube ich, im Jahr 2018 versprach Firmengründer Zhang Yiming,
öffentlich die, Zitat, Zusammenarbeit mit maßgeblichen kommunistischen Medien weiter zu vertiefen, um sicherzustellen, dass maßgebliche Medienstimmen verstärkt werden. Das ist basically eine klare Kapitulation vor diesem Staat. Na, findest du das jetzt schon gruselig? Noch nicht so richtig, nee. Im Mai erklärte der Chef dann intern überraschend seinen Rücktritt. Nachfolger wird ein der Öffentlichkeit bisher völlig Unbekannter, der wohl in Studententagen sein Freund wurde und irgendwie auch Mitbegründer der Firma ist, nämlich Liang Rubo. Das Handelsblatt schreibt dazu, mit einem ungewöhnlichen Verweis auf fehlende Managerqualitäten ist der Gründer des chinesischen TikTok-Eigners ByteDance zurückgetreten. Er sei nicht sehr gesellig und bevorzuge einsame Tätigkeiten wie Lesen. Das, meine lieben Freunde, sind genau die Worte, die man von Multimilliardären erwartet, deren Firmen die Welt dominieren und einfach unendlich viel wert sind. Ich glaube, das ging mit rechten Dingen zu, auf jeden Fall. Aber es wird noch krasser und endlich ein bisschen eindeutiger, denn China hat ein Gesetz erlassen, das Internetsicherheitsgesetz. Und aufgrund dessen ist ByteDance rechtlich gar nicht in der Lage, die Weitergabe seiner Daten an die chinesische Regierung zu verweigern. Alle. Jederzeit, unbegrenzt und ohne Begründung. Also es ist völlig egal, ob ByteDance das will oder nicht und ob die mit denen unter einer Decke stecken, sie haben gar keine andere Wahl. Also, alle Daten, die ByteDance besitzt, besitzt de facto auch China. Geht's noch deutlicher? Ich glaube nicht. Im Januar 2019 erklärte das Peterson Institute for International Economics in den Vereinigten Staaten die App zu einer nationalen Sicherheitsbedrohung. Besorgnis über die Fähigkeit von TikTok-Videos, Standort und private Informationen an ByteDance und die Kommunistische Partei Chinas durch Stellvertreter zu übermitteln, haben Maßnahmen des US-Militärs ausgelöst. Sowohl die Marine, ne, als auch die Armee haben die App von allen von der Regierung ausgestellten Geräten verboten. Das ist auch beispielsweise der Grund, warum die Huawei-Kameras so gut sind. Ne, damit man auch aus China alles gut erkennen kann, was drauf ist. Und der Einfluss der Regierung ist auch deutlich bei dem Versuch geworden, Firmen am Börsengang zu hindern. Ja, wie bei Didi oder Ant Financial wurde auch ByteDance der Börsengang verboten, denn man fürchtet, dass ausländische Investoren damit Zugriff auf die Daten erhalten würden. Und Didi, das ist sozusagen das Uber von China, hat sich geweigert, sich China zu beugen. Just am selben Tag konnte die App dann nicht mehr runtergeladen werden. Also, ups. Wie sieht's denn jetzt mit den Inhalten in der App aus? Wenn wir jetzt schon das Politische eigentlich ziemlich deutlich besprochen haben. Das meiste kann man lieben oder hassen. Ich versuche diplomatisch zu sein. Grundsätzlich können ja auf allen Plattformen Inhalte gefunden werden, die für andere einen schädlichen Effekt haben. Bei TikTok gab es schon live gestreamte Selbstmorde. Es gibt Millionen Videos mit Drogenmissbrauch, was gerade auf einer Plattform, die überwiegend von jungen Menschen genutzt wird, vielleicht ein bisschen problematisch ist. Aber was gerade auf TikTok eine große Rolle spielt, eine größere als in anderen Netzwerken, das sind Challenges. Und immer wieder bringen sich dabei Menschen in Gefahr oder sterben sogar, wie bei der Skullbreaker Challenge. Das soll aber nicht in der Tiefe unser Thema sein. Wir gucken uns gleich mal noch ein paar verrückte Challenges an, einfach nur, um mal kurz ein bisschen zu roffeln. Ne? Wir wollen eher damit uns beschäftigen, wie damit umgegangen wird. Dem Guardian wurden interne Dokumente für die Moderationsrichtlinien von TikTok geleakt. Und was glaubt ihr, was da wohl drinsteht? Darin geht es natürlich darum, was für Inhalte müssen zensiert werden. Darin wird den Moderatoren aufgetragen, Videos zu zensieren, in denen der Platz des himmlischen Friedens, die tibetische Unabhängigkeit oder auch die verbotene religiöse Gruppe Falun Gong erwähnt werden. Auch liest man im Guardian, dass Inhalte aus Hongkong beschränkt worden seien, also nicht über Hongkong, sondern komplett aus Hongkong. Liest man sich die Richtlinien der App durch, dann klingt das alles ein bisschen allgemein gehalten, nicht wirklich gefährlich, aber sie sind getarnt. Ein Verbot der Kritik an Chinas sozialistischem System zum Beispiel fällt unter ein allgemeines Verbot von Kritik und Angriff auf eine Politik oder soziale Regeln eines Landes wie konstitutionelle Monarchie, Monarchie, parlamentarisches System, Gewaltenteilung, Sozialismussystem und so weiter. ByteDance äußerte sich dazu natürlich auch, man habe zu Beginn damit Konflikte minimieren wollen. Ja, diese Anweisungen seien aber bereits überholt, also macht euch mal keine Sorgen. Ja, cool. Ich meine, wir machen doch alle mal Fehler, oder? Gut, dass sich das geändert hat. Hat es nicht? Ups. Und das beweist schon alleine ein einziger legendärer Fall, nämlich der Teenagerin Feroza Aziz. Die hat nämlich ein als Beauty-Tutorial getarntes Video gepostet, das Informationen über die Auslöschung, mir fällt gerade kein besseres Wort dafür ein, der Uiguren durch die chinesische Regierung beinhaltet. An der VW, by the way, partizipiert, aber dafür gibt es ein ganz großartiges Video von Böhmer.
Hi guys, so I'm going to teach you guys how to get long lashes. So the first thing you need to do is grab your lash curler, curl your lashes obviously, then you're going to put them down and use your phone that you're using right now to search up what's happening in China, how they're getting concentration camps, throwing innocent Muslims in there, separating their families from each other, kidnapping them, murdering them, raping them, forcing them to eat pork, forcing them to drink, forcing them to convert different religions, if not, or else they're going to, of course, get murdered. People that go into these concentration camps, they'll come back alive. This is another Holocaust, yet no one is talking about it. Please be aware. Please spread awareness. And yeah, so you can grab your lash curler again. Dieses Video hat natürlich Millionen von Aufrufen bekommen, wurde in anderen sozialen Netzwerken gepostet und dann von TikTok gesperrt. Also nicht nur das Video, sondern Aziz komplett. Aber es gab so viel Gegenwind, dass sich TikTok tatsächlich um Schadensbegrenzung bemühen musste und das TikTok-Profil von Aziz wiederherstellen musste. Okay, aber das sind jetzt ja unbedeutende Details, ne? Ich meine, so eine App, die kann doch keine ganze Gesellschaft gefährden, oder? Das würde doch kein Experte jemals so ernsthaft annehmen. Doch Indien. Indien hat TikTok am 29. Juni 2020 komplett verboten. Ups. Die indische Regierung sagt, die Entscheidung, die App zu verbieten, sei, um die Daten und Privatsphäre ihrer 1,3 Milliarden Bürger zu schützen und die Technologie zu stoppen, die die Daten von Benutzern stiehlt und heimlich auf unbefugte Weise an Server außerhalb Indiens überträgt. Pakistan hat TikTok auch verboten, Indonesien und Bangladesch arbeiten an einem Verbot. Um ehemalige Mitarbeiter des CERN zu zitieren, die einen Messaging-Security-Dienst namens ProtonMail gegründet haben, kurz Leute, die sich mit dem Thema wirklich null auskennen. Wir prüften Datensammlungsrichtlinien, Klagen, Cybersicherheits-Whitepapers, vergangene Sicherheitslücken und seine Datenschutzrichtlinien und kamen zu dem Schluss, dass wir finden, dass TikTok eine schwerwiegende Datenschutzbedrohung darstellt, die wahrscheinlich Daten mit der chinesischen Regierung teilt. Wir empfehlen jedem, mit großer Vorsicht an TikTok heranzugehen, insbesondere wenn ihr Bedrohungsmodell die fragwürdige Verwendung ihrer persönlichen Daten oder die Überwachung durch die chinesische Regierung beinhaltet. Ups. Wenn wir gerade bei Daten sind, ne, die TikTok sammeln darf, da wird es schnell ein bisschen dystopisch. Wie der Spiegel berichtet, darf TikTok in den Staaten jetzt biometrische Daten sammeln. Moment, ich habe mich falsch ausgedrückt. TikTok wurde auf 92 Millionen Dollar verklagt, weil sie es bereits vorher getan haben, aber nirgendwo erwähnt haben. Diese Schlingel. In Europa gibt es diesen neuen Passus, der jetzt in den Staaten drin steht, nicht. Könnte das vielleicht daran liegen, dass es hier keine Sammelklage gegen TikTok gibt? Hier wird man echt schneller zum Aluhut, als man Tiananmen Platz des himmlischen Friedens sagen kann. In Europa heißt es aber, TikTok wolle möglicherweise erheben, welche Körperteile, Objekte und Hintergründe in einem Video zu sehen sind, welche Töne zu hören sind und welche Texte gesprochen werden. Das geschehe unter anderem, um Spezialeffekte anbieten zu können für die Moderation der Videos sowie für Inhalte und Werbeempfehlungen. Falls ihr auf Nummer sicher gehen wollt, TikTok in Zukunft nur noch vor einem dunklen Hintergrund benutzen, während ihr laut Never Gonna Give You Up hört. Das wäre doch eine gute Idee. Gesichtserkennung ist ja sowieso das Top-Thema in China. Der heiße Scheiß. Ihr habt das sicherlich mitbekommen, dass es mittlerweile dieses Social Credit System gibt, oder? China trackt quasi alles, was die Bürger tun und hat es geschafft, die größten, und das ist beachtlich, die größten Gesellschaftsdystopien zu übertreffen, die mir bekannt sind. Und ich lese und schreibe quasi nur Dystopien. Und das alles, während wir uns in Deutschland nicht entscheiden können, ob man Wurst ohne Fleisch auch Wurst nennen darf oder nicht. Ups. Jetzt war ich kurz ein bisschen zynisch. Sorry, sorry. Aber Moment, Moment. TikTok gibt uns ja schließlich Möglichkeit, uns anderweitig auszudrücken. Und ich meine, solange man die Politik weglässt, ja? Es muss ja nicht mal alles Politik sein. Da kann man doch seine eigene Kunst machen und alles aus sich machen. Man kann doch trotzdem alles erreichen, sich ausdrücken und wird nicht diskriminiert. Das ist doch eine Demokratisierung der Medienlandschaft. Ohne Einstiegshürden. Darum lieben wir doch TikTok, oder? Jeder kann ein Star werden. Nein, denn TikTok beschützt eine ganze Menge von Menschen davor, gesehen zu werden, wie Netzpolitik jetzt herausfand. Zu diesen gefährdeten Gruppen gehören Menschen mit Gesichtsverzerrung, Autismus-Spektrum-Störung, Down-Syndrom, Rollstuhlfahrer, Amputierte, aber auch unzählige weitere Attribute, die einfach als Behinderung behandelt werden und aus der App sozusagen ausgesondert werden mussten, beispielsweise Nutzer mit LGBTQY+-Flaggen in ihren Biografien oder Bildunterschriften wie Fat and Proud und marginalisierte Volksgruppen, die wurden öffentlich quasi zum Schweigen gebracht durch TikTok. Und das besonders Krasse, man schloss gezielt die Menschen aus,
die selbstbewusst und positiv damit umgehen. Ich möchte sagen, die einen Lebensstil propagieren, der nicht normal ist. Mal abgesehen davon, wie schwierig das auf der politischen Ebene schon wieder ist, man nimmt damit auch einer Gruppe die Stimme, die an sich schon unterrepräsentiert ist in Social Media. Behinderte. Das sagt zum Beispiel auch Matthew Johnson, das ist der Bildungsdirektor bei Media Smarts, beispielsweise auch eben damit die Möglichkeit, ihre Ziele und Probleme zum Ausdruck bringen zu können. Aber hey, ist gut zu wissen, dann brauche ich meine Fresse sowieso nicht auf TikTok präsentieren. Ich bin raus, brauchst gar nicht versuchen. Warte mal, da kann ich auch gleich mein Glasauge rausnehmen. Das ist ja, ne? Also bin ja nicht auf TikTok, muss ich auch nicht hin. TikTok entschuldigte sich natürlich auch dafür und meinte, das wäre bei ihrem starken Wachstum am Anfang eine erste stumpfe Methode gewesen, dem Problem Mobbing Herr zu werden. Seltsam, dass man trotzdem nur hübsche und normale Menschen sieht, wenn man da mal schaut, ne? Normal. Aber selbst wenn dir andere Menschen und die Welt völlig egal sind, habe ich eine schlechte Neuigkeit für dich. TikTok betrifft dich auch persönlich, ne? Sehr deutlich und nachhaltig. Schon mal von Aufmerksamkeitsökonomie gehört? Nein, schwach. Dann lass es mich dir mit den Worten der Zeit erklären, wie sie funktioniert. Na, ein Beispiel. Im Regime der Aufmerksamkeitsökonomie ist die Aura des Einmaligen, die Authentizität, das eigentliche Produkt. Ein Produkt, das nicht nach Belieben, sondern nur in übertragener Form marktgängig ist. Es findet eine Verschiebung in den psychischen Raum statt. Von der Logistik zur Psychologistik, vom Objekt zur Aperzeption, von der Güterökonomie zum Lifestyle. Gesundheit. Kurz, wir leben in einer Welt des Überflusses. Auch was Informationen angeht. Wir haben kein begrenztes Angebot an Informationen, sondern eine begrenzte Aufmerksamkeitskapazität und darum kämpfen die Konzerne jetzt und TikTok ist am erfolgreichsten. 89 von 145 täglichen Minuten auf Social Media fallen beim Durchschnittsuser auf TikTok ab. 89 Minuten im Schnitt am Tag. Mhm. Macht man uns da möglicherweise so ein bisschen süchtig und verschiebt den Fokus auf etwas ziemlich Ungesundes? Senkt TikTok Durchhaltevermögen und Aufmerksamkeit der jungen Menschen? Ja, aber das ist bei Weitem nicht alles. Zur psychologischen Seite kommen wir nämlich jetzt. Da habe ich für euch nämlich ein paar Paper gelesen und die verlinke ich euch natürlich dort unten. Psychologie hatte ich auch mal im Studium damals. Die permanente effektive Ablenkung von Seiten der Plattformen, das ist allgemein Social Media bezogen, die halten uns davon ab, die Arbeit zu tun, die uns Sinn und Zweck geben kann. Die Inhalte, die kontrollieren uns. Push-Benachrichtigungen und so weiter und so fort. Die Folge davon ist, dass wir unsere Einsamkeit, unsere Traurigkeit, unser schlechtes Selbstwertgefühl, all das, womit wir strugglen, das können wir niemals annehmen, damit können wir uns niemals auseinandersetzen, das können wir nicht überwinden. Wir können niemals unsere Situation effektiv verbessern, weil wir drin stecken in diesem Aufmerksamkeitszyklus. Und je länger Menschen Zeit auf so einer Plattform verbringen, und darin ist TikTok extrem effektiv, wie wir gerade gesehen haben, desto tiefer ist der Einblick der Unternehmen in die psychologischen Eigenschaften, die wiederum für Mikro-Targeting genutzt werden können. Das ist so immersiv, dass in verschiedenen Studien, die ich euch da unten verlinkt habe, wie gesagt, davon ausgegangen wird, dass es viele User automatisch in eine Sucht stürzen muss, die sich längerfristig mit TikTok auseinandersetzen. Aber wieso wird TikTok überhaupt so intensiv benutzt? Nach der Gratification Theory kann man sagen, erfüllt eine Plattform persönliche Needs, benutzt man sie weiter. Und bei TikTok sind das verschiedene. Es ist auf der einen Seite die Suche nach Ruhm, dann die Erweiterung des eigenen Netzwerkes und das Ausdrücken der eigenen Kreativität. Aber eine enorm wichtige Rolle, gerade während Corona, ist noch etwas anderes, nämlich das Bedürfnis nach Eskapismus. Drumherum ist alles scheiße und auf TikTok gibt es eben lustige, kurzweilige Inhalte, wo man den Kopf einfach mal ausschalten kann. Man ist eben auch von seinen Gleichaltrigen getrennt und das hat dazu geführt, dass TikTok als provisorische Peer Group dient, ja, in der Gruppennorm entwickelt und innerhalb dieser Communities durchgesetzt werden. Also TikTok bzw. die Communities auf TikTok haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Sozialform, auf die zukünftige Kultur und eine App, der man nur schwer widerstehen kann und die gleichzeitig durch die Peer Pressure eine Gefahr für die psychische Gesundheit darstellt, kann der Psyche von Teenagern großen Schaden zufügen. Grundsätzlich das Problem von Social Media, wir kennen das alle, dass man sich das Glück durch die Bestätigung anderer holt und sich auf diesem Weg selbst verliert und das Glück in die Hände einer wankelmütigen Masse gibt. Aber wie gesagt, TikTok hat das perfektioniert. Die Social Impact Theory, die Self-Determination Theory, die sozialen Vergleiche, Fear of Missing Out, Challenges machen da ganz viel mit uns beispielsweise im Kopf. All das könnte man jetzt hier an dem Punkt noch zu Felde führen, aber das lasse ich jetzt mal, weil ich doziere an dieser Stelle nicht. Aber vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact am Rande. Psychologen gehen gerade davon aus, dass Identität
Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und solche Dinge stark durch Lip-Sync-Videos beeinflusst werden. Das ist noch nicht ausreichend erforscht, aber das scheint einen großen Einfluss auf die Eigenwahrnehmung und Identitätsbildung zu haben. Also schon allein die Vermutung finde ich sehr gruselig. Woher kommt denn jetzt diese Suchtgefahr? Wie kann man das erklären? TikTok ruined my life, nannte YouTuber Elliot Choi ein Video, in dem er sagte, I genuinely believe that TikTok does a lot of damage to the people who use the app. I think that people who use TikTok are more likely to be unsuccessful, unhappy. Die Videos sind super kurz und erfordern mega wenig Commitment. Wenn dir das, was du siehst, nicht gefällt, selbst in der ersten Sekunde, vielleicht sogar in weniger als einer Sekunde, musst du nur wischen. Darauf ist natürlich auch das Design der App perfektioniert. Videos werden automatisch abgespielt. Im Gegensatz zu Facebook und anderen Social Media Plattformen gibt es keine statische Homepage. Wir haben den kontinuierlichen Feed, wo jeder landen kann, wenn er es schafft, ein Video viral werden zu lassen. Und die enorm hohen Zahlen bekommen diese Inhalte, weil man die nicht selbst sucht, sondern weil eben jeder sie ausgespielt bekommen kann. Und das macht es für jeden interessant, der schnell berühmt werden will. Ja, kurz, knackig, viral. Langwierige und ausführliche Inhalte, ne, wir sind ja, also wie lange sitzt man hier schon wieder in diesem Video fest, ne? Da wirst du nicht Fame von, ey, vergiss es, ist so viel zu anstrengend. Das macht nebenbei bemerkt süchtig, denn der Ruhm, der ist ja nur einen Dance entfernt. Man swiped einfach, wenn man desinteressiert ist, bis etwas auftaucht, das gefällt. Das ist gefährlich. Denn hinter der Handlung, die kurzfristig befriedigt, steckt keine langfristige Befriedigung, wie eine Prüfung zu bestehen beispielsweise, ja? Um jetzt hier mal so einen richtigen Boomer rauszulassen. Natürlich ist das Wegwischen eines TikTok-Videos eine triviale Angelegenheit, aber es trainiert den Geist, die sofortige Befriedigung zu suchen, zu brauchen. Jüngere Menschen sind beeinflussbarer, daher lassen sie sich schnell auf die Inhalte und das Teilen von Informationen ein und damit beginnt eben so eine Spirale, denn mit mehr Daten wird die Recommendation treffsicherer und damit wird der Zyklus des Steckenbleibens in dieser Content-Falle halt größer. Aber keine Sorge, wir können diese Erklärung auch noch ein bisschen wissenschaftlicher haben. Dr. Julie Albright von der University of Southern California erklärt immer wieder öffentlich, was in uns passiert, wenn wir Social-Media-Inhalte konsumieren, insbesondere bei TikTok. Im Grunde, sagt sie, setzen wir uns selbst unter Drogen. Man begibt sich in einen angenehmen Dopaminzustand, in dem man verbleiben möchte. Und der hat eine hypnotische Wirkung. Und der ist nicht so stark, weil wir immer das sehen, was wir sehen wollen, was uns gefällt. Und das ist der Twist, das ist der Trick dahinter. Sondern weil man immer wieder etwas sieht, was man nicht sehen will. Es ist euch bestimmt auf TikTok auch schon aufgefallen. Und diese Differenzierung, die ist ähnlich wie bei Spielautomaten in Vegas. Das ist der Schlüssel. Das ist das große Geheimnis. Unser Gehirn verändert sich aufgrund dieser Interaktion mit digitalen Technologien. Und eine davon ist die Zeitkomprimierung. Unsere Aufmerksamkeitsspanne sinkt, sagt Dr. Albright. So, wir haben nun diesen großartigen Algorithmus, der sich dieses Prinzip zunutze macht. Das begründet die Konsumsucht. Aber es gibt auch die produktionsseitige Sucht, möchte ich sagen, nämlich der sofortige Ruhm. Die Schnelllebigkeit des Inhalts führt aber dazu, dass nach wenigen Sekunden ein neues Video auftaucht und alle die alten vergessen werden. Influencer zu sein ist kein Ziel, Leute. Vor allen Dingen ist das kein Ziel, das man mal eben erreichen kann. Glaubt mir. Eine psychologische Konsequenz der übermäßigen Nutzung von TikTok ist, dass der Teenager beginnt, sein Selbstwertgefühl und seine Identität auf das zu begründen, was in der App passiert, was er in der App tut. Und immer weniger leistungsfähiger wird, wenn sich kein sofortiger Erfolg einstellt. Ist es nicht erstaunlich, dass so viele von uns dieses Programm auf ihren Handys haben, ohne dass jemand weiß, was es mit euch macht? Das ist eine Plattform, die von überwiegend jungen Menschen verwendet wird. Apropos nicht wissen, was ihr da auf dem Handy habt. Die App ist ab 13. Jugendschutz ist TikTok nach eigener Aussage sehr wichtig. Aber ich meine, wir kennen das, auch jüngere Kinder können sich jederzeit dahin schleichen, weil sie ja auch einfach lügen können. Gibt ja keine Überprüfung. Das ist ein ganz schönes Glück für manche. Das National Center on Sexual Exploitation listet TikTok auf seiner Dirty Dozen Liste 2020 als eine der Top-Unternehmen dieser Welt, die sexuelle Ausbeutung ermöglichen. Also müssen wir zum Abschluss dieses Videos nochmal ganz gezielt fragen. Ist TikTok möglicherweise gefährlich für Minderjährige? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, meine Lieben, es ist jedes Mal wie so ein Kaninchenbau. Immer wenn ich mich in dieser Welt ein Stückchen hineinbohre, entdecke ich tiefere Abgründe und ich möchte hier nur ein paar wenige Beispiele bringen, was auf TikTok und drumherum so passiert, weil das ist enorm. Das ist enorm viel. Vielleicht muss man das jetzt nicht gleich so drastisch ausdrücken wie die Jerusalem Post, die sagt, TikTok ist der Traum eines jeden Pädophilen. Aber Challenges wie die WAP Challenge, ne, basierend auf diesem Song, über dessen
Qualität ich sogar mal ein Video gemacht habe, performt von Kindern. Die Zeitung hält es für eine toxische Kombination, wenn man nach Bestätigung sucht und die dann durch Likes auf sexualisierte Inhalte bekommt. Dies ist nicht nur für die jungen Mädchen gefährlich, sondern vermittelt auch Jungen und Männern die Botschaft, dass Mädchen im Alter von 12, 14, 16 Frauen sind und diese Art der Sexualisierung normal ist. Und sie sind dann nicht die einzigen, die durch die Art dieser hypersexualisierten Inhalte eine gesellschaftliche Verwerfung befürchten. Das Medium Magazine schreibt, heutzutage werden junge Mädchen mehr denn je gedrängt, erwachsen zu handeln. You laughing? Okay. From the back. Why? This kind of thing, you're only 8 years old. These TikToks, I have to delete your account. Von Anfang an wird von ihnen erwartet, dass sie ein perfektes Make-up, High Heels und freizügige Kleidung tragen, die einfach nicht ihrem Alter entsprechen. Das ist anders als vor 10 Jahren, ne? Weil man erstens Tutorials zu allem finden kann und der Peer-Druck via Social Media einfach mega groß ist. Weiter schreibt jetzt das Magazin, dass die Grenze zwischen Sexpositivität und Sexualisierung in den Köpfen dieser jungen Mädchen verschwimmt. Sexpositivität bezieht sich auf die Idee, dass sexuelles Verlangen natürlich ist und es in Ordnung ist, danach zu handeln. Auf der anderen Seite findet Sexualisierung statt, wenn das Individuum für seine sexuelle Anziehungskraft geschätzt und sein Körper objektiviert wird. Das ist ein sehr schwieriges Thema und die Grenze ist wirklich haarscharf, ne? Der heutige Zugang zum Sexualverhalten fällt eher in die letztere Kategorie, da immer mehr Menschen zu glauben scheinen, dass sexuelle Befreiung gleichbedeutend sei mit der sexuellen Selbstausbeutung. Und da denken wir bitte nur mal an den E-Girl Factory Trend, über den ja beispielsweise Simplicissimus schon ein Video gemacht hat. Aber vielleicht, das kennen wir ja schon, vielleicht mal noch was Neues. Habt ihr schon mal von TikTok-Porn-Juxtaposition gehört? Das ist ein schlimmer Nebenschauplatz. Ihr kennt sicherlich das Duettformat. Stellt euch jetzt Folgendes vor. Man nimmt ein Duettvideo von jungen Mädchen und filmt sich selbst dabei, wie man sich einen runterholt und lädt das dann in einschlägige Subreddits und Gruppen hoch. Und ich meine, das ist natürlich nicht einvernehmlich, was diese in diesen Pornogruppen dann teilen. Und TikTok ist in dem Sinne ja auch nicht dran schuld, aber es ist damit verbunden. Diese Mädchen werden gegen ihren Willen zu sexuellen Objekten. Ja, und wer sagt denn, dass das nicht an die Öffentlichkeit gerät und am Ende auch noch für das Opfer Probleme bedeutet? Wenn man links und rechts dieser Plattform schaut, treibt das auch Blüten, die furchtbar sind. Aber man kann natürlich auch anderweitig in die Fänge von Triebtätern geraten. Ich möchte das an der Stelle wirklich so sagen. Beispielsweise im Hinblick auf Datenschutz, im Hinblick auf das, was man in den Videos im Hintergrund sieht, ne? Man kann bei vielen Influencerinnen sehr, sehr einfach herausfinden, wo man sie im Real Life aufgreifen könnte. Beispielsweise über die Videos, über ihre Social Media Postings. Und dann gibt es beispielsweise solche Inhalte wie die Silhouette Challenge. Da verwendet man einen Snapchat-Filter namens Vin Rouge, um den Videos so einen bestimmten Farbton hinzuzufügen. Und da noch ein bisschen Beleuchtungskreativität und, ne, dann eine nackte, sexy Pose einnehmen. Das Problem, du kannst den Filter natürlich digital entfernen und zack, bist du einfach nackt und bewegst dich nackt auf diesem Video, wo wir jetzt schon bei Challenges sind, so als kleines Schmankerl zur Verabschiedung. Für mich, um jetzt mal meine persönliche Meinung da reinzubringen, sind die ja ein Beweis dafür, dass die Menschheit verloren ist. Soll ich mal einfach 10 runterrappen? Die Blackout Challenge. Es gab schon immer Variationen dieses Erstickungsspiels. Sind mittlerweile irgendwie 82 Kinder schon dabei gestorben. Es geht darum, dass man einfach die Luftzufuhr bis zur Bewusstlosigkeit unterbricht. Warum auch immer man das macht, ich habe ehrlicherweise keine Ahnung. Das ist aber eine sehr populäre Challenge. Da gibt es verschiedene Overdosing-Challenges mit Benadryl zum Beispiel. Also alle möglichen Sachen, die high machen, in sich reinkippen, bis man einfach fertig ist. Davon gibt es Millionen Videos und ganz viele verschiedene Challenges. Die Thrown-in-the-Air-Challenge, wo man Dinge hochwirft und nicht ausweicht. Die Shock-Collar-Challenge, wo man sich ein Schockhalsband umlegt. Was zumindest dafür gesorgt hat, dass Leute erkannt haben, wie unethisch es ist, das Hunden umzulegen. Die Coronavirus-Toiletten-Challenge, ich meine, Alter! Die Kiki-Challenge, bei der man aus einem fahrenden Auto springt und dann daneben tanzt. Die Outlet-Challenge, bei der man eine Steckdose ausbaut, um Funken zu erzeugen. Die Pass-Out-Challenge, bei der man den Kopf einfach so lange von links nach rechts schwingt, bis man ohnmächtig wird. Die Snorting-Challenge, bei der man ein Kondom durch die Nase zieht. Die Hot-Water-Challenge, bei der man einfach kochendes Wasser über andere schüttet. Die Salt-Challenge, bei der man einfach ganz viel Salz in den Mund schüttet.
Moment, es geht noch immer die Fire Challenge, wo man sich mit einem entflammbaren Stoff übergießt und anzündet. Nicht euer Ernst. Also zu der Frage, ja, diese App kann durchaus nicht gut sein für eure Kinder. Das, meine Lieben, sind natürlich nur ein paar Beispiele. Aber ich denke, in der letzten halben Stunde haben wir verdammt viel über TikTok gelernt. Einige Punkte treffen natürlich auch allgemein auf die Nutzung der sozialen Medien zu. Und wie ich ja auch schon sagte, hat diese App natürlich auch von Nutzerseite positive Aspekte. Aber macht euch bitte bewusst, wenn etwas nichts kostet, seid ihr die Ware. Mir geht es jetzt auch gar nicht darum, dass ihr die App löscht. Das ist ja eure Entscheidung. Aber vielleicht seid ihr jetzt einfach ein bisschen aufmerksamer beim Konsum, bei der Produktion. Habt ein Auge darauf, was eure Kinder machen. Und wenn ich das mit diesem Video erreichen konnte, dann ja, hat es sich gelohnt. Lasst mich hier einfach einen Abschluss finden. Und an der Stelle möchte ich einfach Studi Breaks noch zitieren. Die Fülle an roten Fahnen der App wirft die Frage auf, sind die Memes den Faschismus wert? Damit meinen die das politische System Chinas. Also, wer würde das denn so bezeichnen? Was auch immer die Zukunft bringt, es ist klar, dass wir uns die Technologie genauer ansehen müssen, die wir für harmlos oder belanglos halten. Und wie Psychology Today schreibt, seeking exposure means you are exposed. Ja, meine lieben Freunde, das ist alles schon ein bisschen düster und ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich das so ein bisschen auch versucht habe, auf eine sarkastische Art und Weise zu nehmen, weil ich habe das Gefühl, wir können da sowieso nichts dagegen tun. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen ermöglichen. Verbreitet und liked das Video gerne und wenn ihr mögt, lasst auch gerne ein Abo da. Themenvorschläge nehme ich natürlich wie immer gerne dort unten in den Kommentaren entgegen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, meine lieben Freunde und danke, dass ihr da wart.